Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Spätz mit Soße. Ja, erster CK hier bei der neuen Truppe. Mal gucken, wie mir oder was mir überhaupt so gelungen ist. Ich mache mich ja im Moment ein bisschen rar, das dürft ihr mir nicht krumm nehmen. Ich bin im Moment ja sehr busy. Sehr busy, was Clash of Clans angeht oder überhaupt Spielen angeht. Und deswegen seht ihr nicht so jeden Tag ein Video oder auch noch nicht mal jeden zweiten Tag ein Video. Ich komme einfach manchmal nicht dazu, weil wenn ich abends nach Hause komme und dann vor allen Dingen so spät nach Hause komme, dann kann ich hier auch nicht mehr so laut agieren, kann hier nicht mehr aufnehmen, kann nicht mehr so das sein, was ich eigentlich bin. Und deswegen ja, fehlt es einfach manchmal am Video beziehungsweise an den Aufnahmen. Ich kann natürlich total viel aufnehmen, keine Frage, von den ganzen Accounts. Alex Donnerbengel, alle gut gerockt, muss ich sagen. Im RH9-Bereich bin ich stabil, aber hier im RH11-Bereich, naja, da lässt es ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe zwar jetzt noch relativ viele Truppen hier in der Mitte, aber der Drache da, der hat mir doch ein bisschen arg zu schaffen gemacht. Der stirbt nämlich nicht. Und in der Mitte, da rafft es jetzt auch leider den letzten Bowler hin. Ja, hier hinten ist mir dann, hatte ich zwar noch Queen und den Warden, aber da ich den gesamten Samstag draußen verbracht habe, also ich denke mal, da seid ihr mit mir d'accord, das Wetter ist echt genial. Und ich war heute nur einmal im Haus, mittags irgendwann oder morgens irgendwann. Und danach war ich die ganze Zeit komplett draußen, also Queen komplett hier vergessen, beziehungsweise eigentlich war mein Akku schon schwach. Dann kam Alex nach Hause und ich habe es einfach vergessen, ich habe es einfach verpennt. Und bin richtig, richtig spät. Ich meine, wer mich kennt jetzt hier aus dem Clan und wer jetzt diese Aufnahme hier sieht, der weiß, wie spät ich die eigentlich mache. Wie spät ich eigentlich aufnehme, sollte das heißen. Da habe ich wohl schon ein bisschen zu früh gerade den Pausenknopf gedrückt. Und dann gucken wir uns hier den Luigi an, auf die Nummer 10. Also wir sind hier noch aktuell im Clankrieg. Ich muss noch kein Ergebnis sagen, denn er läuft ja jetzt noch. Na, mal sehen, wie das hier so weitergeht. Ich kann jetzt gleich einen Dip auf den RH10, glaube ich, machen. Mehr, viel mehr. Ich meine, es würde natürlich noch ein bisschen mehr gehen, aber wir brauchen auch hier Sterne. So muss man es ganz klar sagen. Und hier wurde erstmal mit Erdbeben die Mitte aufgemacht. Ja, jetzt gucken wir mal. Zwei Infernos, einer, ich glaube, die stehen beide. Sind beide auf Single, okay. Kommt hier aber ganz gut rein, also ist auch ein kleiner Dip, aber auch nicht mit so übermächtigen Helden und übermächtigen Warden. Also ich würde sagen, das ist ein RH10er mit einem Warden. Da müsste ich jetzt nachschauen, ob der Luigi hier schon 260 Truppen hat. Aber ich denke mal, das wird noch nicht so sein. Und jetzt geht das hier mit Valkyren durch die Mitte durch. Ja, mal gucken. Aber die Base ist auch noch nicht so wirklich super stark. Ich meine, okay, die Infernos, die schrecken so ein bisschen ab. Ah, da hinten, das ist ein Multi, okay. Das ist ein Multi an der Stelle. Und, aber ihr habt das im Thumbnail gesehen. Es gibt ja so ein unmoralisches Angebot hier. Na, das werde ich, das werde ich gleich mal nehmen. Denn manchmal juckt es mich auch so ein bisschen in den Fingern oder auf der Visa-Karte, keine Ahnung, dass ich hier die Supercell-Angebote annehme. Und dieses Angebot kann ich mal nicht abschlagen. Die Angebote sind ja nicht immer gleich für jeden, sondern sie variieren ja auch. Und also wenn auch jemand schreibt, auch beim Händler, sind die Sachen nicht immer gleich. Wenn jemand schreibt, hey, ich habe mal wieder eine Free Potion beim Händler, ja, die hat aber nicht jeder. Das ist komplett random und jeder nimmt das ja auch nicht in Anspruch. Und je nachdem, wie man es dann nicht in Anspruch nimmt, kommt natürlich auch nicht das nächste dann dabei raus, aber ich glaube, das hat er hier ganz gut gemacht, so war es auch geplant. Ja, sieht noch ganz gut aus und im CK ist es ja auch nicht. Es ist noch alles offen, ich werde meine zweite Armee jetzt gleich sicherlich verballern, aber was ich eigentlich mit dem unmoralischen Angebot meine, ist das, was es hier im Shop gibt. Ja, dieses
Das Hero Pack. 13 Stunden dauert es nur. Also wenn ich jetzt ins Bett gehe und wieder aufstehe, dann könnte es weg sein. Und ich habe mich ja immer so ein bisschen gewundert, passt eigentlich gar nicht. Ne, Heldenbuch und Elex, wofür eigentlich? Aber wenn man mal richtig liest, for upgrading your Grand Warden. Also ich meine, da hat Supercell jetzt nicht ganz aufgepasst, denn mein Warden ist ja schon auf Level 20. Aber ich denke mal, wir nehmen es trotzdem. So, da ist die Zahlung erfolgreich. Hurra. Und wir haben jetzt richtig viel Elex. Das ist natürlich auch super cool. Ja, was können wir jetzt eigentlich machen? Also wir haben jetzt ein Heldenbuch. Ich habe noch gar nicht genug Dunkles, aber ich denke mal für 10,99. Das können wir uns einfach mal gönnen. Und ihr habt das ja bei mir gesehen, dass ich im Labor aktuell immer noch den Babydrachen habe. Okay, die neuen Games. Boah, ich bin ja so geizig. Deswegen gucken wir uns erstmal jemanden an, der bei mir schon ganz, ganz lange ansteht. Es ist diese Tech hier, es ist der Fatal von den Asgard-Wölfen und der hat jetzt lange genug bei mir rumgeschlummert. Er ist auch nicht abgefarmt, denn er ist, na, ich denke mal, ein relativ frischer Rathaus 9er. Hier geht die Clanbuch hoch, das habe ich mir eben schon angeschaut. Hier geht der X-Bogen, der erste, hier geht der zweite X-Bogen, also er wird ein lupenreiner 9er. Das freut mich natürlich unheimlich. Und vermutlich hat er sich bei mir beworben, weil es schon ein paar Wochen her ist. Da war er noch ein Rathaus 8er und ich denke, die Base hier als frischer RH9, ja, die ist in Ordnung. Er hat zumindest, oder er bringt hier alles raus. Luftabwehr, die man nachbauen kann, geht hier schon mal hoch. Das dauert ja auch so ein bisschen. Die hier ziehen auch alleine. Ich glaube, 7 Tage laufen die, wenn man sie rausbringt. Die Clanburg macht das schon wunderbar. Er macht die Clanburg schon gleich zu Anfang. Ja, finde ich auch eigentlich das richtige Mittel. Denn es sind 5 Truppen mehr in der Offense und 5 Truppen mehr in der Defensive, also in der Verteidigung. King ist auf 10, Queen ist auch schon auf 5. Die geht auch relativ schnell auf 5. Und ihr seht das hier, er war hier ein Full Maxed R8er, das seht ihr an den Truppen und hat sich jetzt auch und hat die Zauberfabrik auch schon, zumindest die helle Zauberfabrik hat er schon einen weitergebracht, das sieht man hier hinten an dem Frostzauber und die dunkle muss jetzt noch gehen, mal sehen, ob die, ah, guck mal, die hat er auch schon im Ausbau, ja, Daumen nach oben, genau die richtige Reihenfolge, also super Ding hier und ich glaube, er hat hier zweimal gedefft, 53 Angriffe, aber so wenig CK-Sterne, Mensch, fatal, was machst du? Bei den Asgard-Wölfen. Ich meine, ist ein Level 14 Clan und die werden sicherlich nette Clan-Kriege spielen. Wir können mal eben reinschauen. 253 Siege. Das Warlock ist, naja, einer rot. Ist doch alles cool. Da frage ich mich, warum spielst du nicht so viel hier? Denn du hast ein gutes Dorf. Du bist gut auf dem Weg. Freut mich in jedem Fall, dass du dich hier bei mir mal in den Kommentaren gemeldet hast und ich dich jetzt auch endlich drin hatte. Ja, saubere Sache hier um Video am Stück. Also ihr habt das ja mitgekriegt, die Tage. Ich wollte ja tatsächlich die Babydrachen kommen. Die machen wir jetzt für 8 fertig. Und ich wollte ja mein Elex verschwenden. Also ich kann auch den Jack verstehen, der mal wieder so einen ellenlangen Kommentar geschrieben hat. Das ist nicht schlimm, Jack. Ich lese ihn und alle anderen lesen ihn auch. Ja, du hast nicht ganz unrecht. Der Freeze-Zauber hier, der würde 14 Tage laufen. Da würde sich eher lohnen, den jetzt zu machen. Da hat man nicht ganz unrecht, weil es sind mehr Tage, die ich den Zauber jetzt fertig haben könnte, aber ich benutze ihn überhaupt nicht. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme lieber diesen hier, stelle den gleich fertig. Das war ja der Plan. So, jetzt nehmen wir mal die ich noch nie genommen habe, nämlich die Rune hier. Und die bringt mich gleich wieder auf 10 Mille. Jetzt gucke ich nochmal rein. Kann ich ihn denn jetzt machen? Ach so, ja, ich habe, achso, mit dem Babydrachen, das war ja jetzt meine letzte Elex-Truppe und ich kann ihn nochmal machen. Aber, und auch der läuft 14 Tage, also 14 Tage fertig, okay. Ich habe den Klonzauber fertig, aber ich habe jetzt und alle Bücher vor allen Dingen verbraucht und kein Elex. Okay, kein Elex, da kann ich mit leben, da kann ich mir hier ein bisschen rausholen. Mein Labor steht jetzt gerade so ein bisschen und ich weiß auch nicht ganz genau, was ich jetzt weitermachen soll. Mache ich jetzt erst den King, dass ich das Heldenbuch wieder wegkloppe? Das nächste Heldenbuch ist ja noch nicht in Sicht. Oder mache ich jetzt vielleicht den hier? Der kostet nämlich nur 100.000, 12 Tage. Muss ich mal gucken. Muss ich ein bisschen schieben. Also den Friesenzauber, denke ich mal, mit Elex, der ist jetzt leider nicht drin. Ja. Was liegt's näher, als dass wir die Armee hier eben mal verballern?
Okay, das ist eine echt komische Truppe und das ist auch eine echt komische Bestie. Nehmen wir mal mit hier. Ich musste gerade so ein bisschen drüber lachen, als ich hier in der Suche war und habe gedacht, was habe ich denn jetzt hier für eine Truppe am Start? Naja, egal. Egal, wir gehen hier mit dem Kimok rein, dann haben wir halt nur drei Heiler. Da müssen wir jetzt einfach mal mit leben. Denn ihr seht das so ein bisschen hier. Das ist eine Spendertruppe. Also für meine Augen ist das eine Spendertruppe. Jeder braucht mal einen Hund, jeder braucht mal einen Golem, jeder braucht mal ein paar Miner oder einen Päcker. Und so ist das hier eigentlich gewachsen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich denke mal, wir lassen hier unten unseren Golem mal los. Und was haben wir da denn eigentlich? Wir haben ja mal so nichts. Okay, da muss der Lava-Hund raus. Zwei Hexen hier raus. Der Packy, zwei Magier, dann nehmen wir mal den King noch mit und die Masse Ambola hier. Ich sehe gerade, ich hab gar keinen Mauerbrecher. Das ist nicht gut, aber ich habe einen Schüttelzauber. Na super, tolle Wurst, ich habe einen Schüttelzauber. Und jetzt muss ich mal sehen, nein, komm, ich muss sie doch hier reinspringen lassen, sonst geht ja gar nichts mehr hier rein. Okay, Queen und Heiler sind schon nicht mehr da. Dann nehmen wir die Truppe hier mal so ein bisschen in Wut. Oh, ich habe noch ein paar Miner. Das ist natürlich super. Dann nehmen wir die mal hier außen. So, in die Mitte geht schon mal gar nichts. Das ist natürlich suboptimal. Das will ja keiner hören, das Wort. Entschuldigt. Aber es sieht, glaube ich, ja, es sieht ganz gut aus. Es sieht noch ganz gut aus. So, jetzt geht er auch ein bisschen in die Mitte. Kurz mal die Warden Ability gezündet. Hier nehmen wir noch mal den Wutzauber. Ich denke mal, niemand schafft den Inferno da in der Mitte. Okay, meine Queen wird jetzt gleich auch sterben. Ist aber alles nicht so schlimm. Ich sehe alles im Moment ganz, ganz entspannt und mit einer rosa Brille. Das ist auch das Schöne. Ich freue mich, dass ich überhaupt mal jetzt gerade mal so eine Aufnahme überhaupt zustande kriege. Es ist höllisch spät. Ich kriege auch gleich ein bisschen Ärger, weil meine Stimme natürlich so laut ist. Das ist auch mal ein bisschen komisch. Es schläft hier noch gar keiner. Ja, und dann beschwert man sich über meine laute Stimme hier. Naja, ich mache sie gleich ein bisschen mit der Software lauter. Und ich glaube, den dreiern wir doch noch. Naja. Er war jetzt auch nicht so stark. Ich habe die Truppe nur verballert. Für meine zweite CK-Truppe gleich. Den Angriff, mal gucken, ob ich euch dort weiterhin was zeige. War in Ordnung. Also erstmal jetzt ein bisschen was scheffeln. Wir haben heute ein bisschen was geschafft. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem von dieser kurzen und knappen Folge erfreut, dass ihr überhaupt mal was von mir gehört habt. Und seid mir nicht böse, wenn ich zurzeit nicht live streame oder nicht jeden Tag ein Video bringe. Ich bin auf jeden Fall bei euch und clash auch nach wie vor ganz normal weiter. Aber halt mal ein bisschen anders. Bis dahin, euer Toto. Clasht.